Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Machst du Platz? Wir haben nichts mehr im Winter. Absolut gar nichts. Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan ist bereits vollständig umgesetzt. Wir sind zumindest theoretisch im Besitz der Zielperson. Bravo. Ja, und wie gedachtet ihr, aus der Nummer wieder rauszukommen? Für diesen Punkt entwickelt Donner gerade einen neuen Plan. Donner. Gegen diese Vorgehensweise ist eigentlich nichts einzuwenden. Stahl in den Muskeln, Pudding im Hirn. Eine brisante Mischung. Aber auch nicht gefährlicher als der Rufus-Spezialcocktail. Nitro in der Planung und Glycerin in der Umsetzung. Stahl in den Muskeln, Pudding. Eine brisante. Aber auch nicht Nitro. Sie sieht nicht so aus, als hätte sie einen Plan. Es sollte nicht allzu schwierig werden, sie zu überlisten. Das stimmt. Hey, Donner! Psst! Donner muss nachdenken. Wozu? Bislang hat sie es auch ohne geschafft. Wie war das? Mich verlangt es nach einem Melonensaft. Ja, mich auch. Aber wir werden wohl vorerst hier drin bleiben. Auch wenn das heißt, dass wir verdursten müssen. Tja, haben wir hier irgendwo was, was wir mitnehmen können? Vielleicht können wir erstmal den Doc befreien. Ich hätte ja dann einen Tipp, wie wir die überwältigt bekommen. Doc, alles klar bei euch? Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja, naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Ja. Irgendeine Idee? Leider nein. Mir sind sozusagen die Hände gebunden. Ihr sind die Hände gebunden? Auch das. Vielleicht hat Lady Golia eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Oh, sehr gut. Naja, das wissen wir aber. Wir fragen trotzdem mal. Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Naja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Naja, sie sagten Sachen wie, wo sind die Aufstiegscodes und so. Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Dieses Element an Donners Schläfe, ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja, ich habe es selbst eingebaut. Wieso fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Hol lieber noch eine zweite Meinung ein. Du hast nicht zufällig noch eine Fernbedienung für Donner? Hey, natürlich. So eine habe ich tatsächlich. Sie müsste in der Schublade dort drüben liegen. Aber damit es funktioniert, müsstest du ganz nah ran. Überlass das mir. Schon. Habe ich eine Wahl? Nope. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken, aber die Fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll... Tja, Goal. Psst, Goal! Rufus, endlich! Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. ja. Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Also keine Pfannkuchen, richtig? Doc hat erwähnt, dass Donner auch so ein Implantat hat. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte... Untersteh dich! Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Jetzt. Sorry, Goal. Du wirst mir später dafür danken. Okay. Wir haben eine Datasette. Jetzt machen wir das Ganze kaputt, was war. Naja, gut, sie ist schon beim Doc, also müssen wir mit sie nicht nochmal überreden. In der Schublade. Da war noch eine Fernbedienung. Ich darf doch, oder? Passt rein. Ja,
Noch zwei Fernbedienungen. Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Ach, du Schreck. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Tja. Na dann. Das Donnersfernbedienung, das Liebolds-Fernbedienung. Na dann. Die funktioniert nur bei Liebold. Angeblich. Ach. Na dann. Mist. Es funktioniert nicht. Das muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Kombinier. Und Lady Goal mit Donner verbinden. Ach du Schreck. Hey, was tust du da? Netter Körper. Was? Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, jetzt müssen wir wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Realitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Nein, und dann sind die doch wieder... Schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Wir müssen erst mal... Hey, Ast rein! Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Wir sollten vielleicht erstmal alle Datasetten wieder in Donner einbringen. Das wäre ja das Ziel. Mensch, Rufus. Ich habe die doch mühsam wieder zusammengeführt. Die sollten doch an den Gummel und... Ach, verdammt. Jetzt ist eine Datasette in Donner und die andere in... Die andere tun wir gleich in Dingens. Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus! Oh, oh. Das müsste das jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Also Vergangenheit, sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Vielleicht vorher ja, die... Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Das steckst nicht ganz. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Bitte nicht. Aber was passierte als nächstes? Jetzt müssen wir uns die ganzen... Ach, man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Ach, Schreck. Sag nicht, wir müssen uns jetzt die ganzen Dialoge, die ich vorhin... die Dialoge, die ich vorhin gemacht habe mit Rufus, mit dem anderen Rufus, jetzt nochmal... Ach, du Schreck. Das habe ich mir noch nicht gemerkt. Ich dachte, vielleicht kommen wir jetzt irgendwie. Wir müssen ein Portal öffnen. Nicht nötig. Die Rebellen greifen an, sobald es zur vollen Stunde schlägt. Noch habe ich also etwas Zeit, aber nicht mehr viel. Tja. Nicht nötig. Ich habe alles.
Wahrscheinlich habe ich die Portale selbst erzeugt. Ich brauche eine Art Verbindung, wie den toten Fisch vorhin. Tja. Vielleicht können wir hier irgendwie... Toter Fisch. Tja, Doc, hast du vielleicht eine Idee? Doc, alles klar bei euch? Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Naja, ein bisschen Hilfe können... Ach. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken, aber die Fest... Kein Problem. Hey, was soll... Tja. Ansonsten... Ach so, Brecheisen und Waffe. Die sollten wir vielleicht erstmal nehmen. Hehe, endlich habe ich auch eine Knarre. Und, wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Das bist jetzt du. Ja, Donner. Und, was ist jetzt mit deinem grandiosen Plan? Ich arbeite dran. Auch gern. Tja, vielleicht... Mit der Brechstange können wir vielleicht... Elektroden... Na, dann wollen wir doch mal. Ah, sehr gut. Portale. Cool. Und jetzt? Warten, bis er reinkommt. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln Ach, kannst. Ach du Schreck, jetzt müssen wir das nochmal. Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Das kommt mir bekannt vor. Man nennt ihn Rufus. Oh, Schreck. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich sag nicht, dass wir uns das gemerkt haben. Ich möchte sollten. Einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Okay, den oder Test müssen du. Wir wahrscheinlich genau. bestehen. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Nicht die Chatbox. Du denkst an... An den Ausschlag im Genitalbereich. Vollkommen falsch. Du weißt ja wirklich überhaupt nichts über mich. Ich hatte niemals... Was ist denn jetzt los? Alles klar bei dir? Das ist ein Zeitparadoxon, du Pfeife! Scheiße, du das will! Was? Warum nur? Muss er noch mal von vorne? Irgendwas ist da wohl gerade schiefgelaufen. Ja. So ein Amateur. Irgendwie. Ach du Schreck. Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Ah, man sollte... Zum Glück ist das nie passiert. Elektron. Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Zum Glück haben wir das nie verkackt. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hm. Was ist denn ich hier weiß los? Nicht, woher bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale ich sind Raumzeit. Und das hier... Das hab ich schon mal irgendwo gehört. Hey, das... Ich bin Aktor. Ich meine ein oder... Genau. Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... C.
Zippelzuppel oder Zabelzuppe? Zabelzuppel. Ha, ja, das war's nicht, aber. Zwiebelzubel. Bitte lass uns daneben, nehmen. Du Niete. Zwiebelzubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Ja. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Ach. Boah. Ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut. Okay, das wäre die richtige Idee. Stimmt, mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Ganz bestimmt. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Für ein Trottel. Für wen?